Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Dishonored. Erstmal ordentlich hinsetzen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, bevor ich jetzt überhaupt richtig anfange, falls irgendwelche Huster mit drin sind. Ich versuche alle wieder stumm zu schalten, aber es ist einfach Mess. Ja, ab und zu geht mir einer durch die Lappen. Denn mich jetzt leicht hin sehr erwischt, ist natürlich richtig geil, wenn du einfach jetzt so in der Zeit bist, wo du jetzt deine Klausuren schreibst und Vorabi, aber ich bin nicht die Einzige. Ja, ich bin nicht die Einzige. Nicht wie unsere Deutschlehrerin mal sagt, Einzigste. Ist schon ein bisschen schade, ne? Traurig auch, dass die Deutschlehrerin nicht mal in der Lage ist. So. Gut, ich habe mir gedacht, oh. Und jetzt kämpfen wir den Kampf, den niemand außer uns kämpfen könnte, gegen das Ticken der Uhr. Das passt mir nicht so. Jo, das hier war das. Hoffe ich, denke ich. Natürlich ein bisschen behindert jetzt. Oh. Ah, ich komme auch hier so raus. Okay, Käse. Also hier haben wir ja die zwei Spackemacken. Der hat mich gesehen. Nice. Aber okay. Guck da. Ich wusste, dass hier irgendwo noch eine Rune ist. Wie kam ich denn an die Rune? Die ist da unten. Ich muss da nochmal hingucken. Oh, wo ist denn der andere? Ach, das stimmt ja einfach. Mitnehmen? Ne, Farbe. Oh, ich habe gerade gedacht, hä, was ist denn das? Oh, man kann die hier verstecken. Awesome. So, ich müsste jetzt mal noch wissen, wo hier noch einer steht. Da unten steht noch einer. Okay. Und wo muss ich hin? Da runter. Nicht laden, speichern. Oh. Ich habe vorhin so einen Mittagsschlaf gemacht. Ja, also das mache ich. Nämlich, wenn ich krank bin. So, pennt dann mal schön weiter. Ich weiß gar nicht, wie lange die Bewusstlosigkeit anhält. So.
Ich bin mir immer noch ein bisschen unsicher, ob ich hier speichern kann, irgendwie Bescheid. Oh, voll erschrocken vor der Maus, genau. Das ist auch so eine Maus. So. Hier war ich ja schon das letzte Mal. Hier ging es ja irgendwie nicht so richtig runter. Ich sollte hier trotzdem nicht sprinten. Das macht die ganze Sache nicht besser. Okay. Jo. Oh. Das war zu viel. Hä? Sollst da hoch, du Nugel. Oh. Okay, wir laufen jetzt schon hoch. So. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt am Ende hier irgendwo gelandet bin, wo ich nicht mehr hochkomme. Wo ich dann nicht mehr so schnell dahin komme, wo ich hin will. Ah, ich weiß, wo ich gelandet bin. Scheiße. Okay. Ich muss nochmal laden. Spiel laden, ja. Das hier. Aha. Der ist gestorben. Easy. Ich nicht. Ist jetzt positiv oder ist es was Negatives, klar. Ja, nice. Das muss da drin sein, liebe Clara. Oh, hier habe ich noch nicht das aufgenommen. Nein. Mal gleich noch was zu essen. Moment, ich stelle mich mal kurz dahinter und speichere mal. Achso, ich tue auch Bonbon lutschen. Ich denke ja, was hat der Leute echt den größten Shop, den es gibt? Ich weiß. Schatten. Hallo! Oh, das hört sich voll gruselig an. Oh. Wenn ich mich da jetzt runterlasse. Gut, oh, Moment. Ich, nee. Muss hier nochmal absteigen. Wo stehe ich denn jetzt hier drauf? Stehe ich mal auch nicht hin hier unten. Oh, das war mein Blut. Ach, das war knapp. Money in my mind, bitches. Muss erstmal hier ein bisschen was nehmen. So. Jetzt kann es weitergehen. Und erstmal gucke dein. Naja. Passt das? 2 von 5! Und wollte mich auch ein bisschen tendenziell verarschen, oder? So könnte ich fliehen. Okay, Sam. Okay, meine Hoffnung, meine innige Hoffnung war ja. Dass ich mit Hilfe.
Also, dass der Rune mir sagt, was denn jetzt besser wäre. Und jetzt ist die große Frage. Oh. Hi. Für was entscheide ich mich denn jetzt? Oh. Also, bringe ich Daud um? Oder nicht? Erstmal speichern. Ich habe das Gefühl, es geht heute ein bisschen alles so langsam voran. Okay, bei mir geht es immer langsam voran. So. Wow, der hat ja viele. Der Hals da ist. Und jetzt kämpfen wir den Kampf, den niemand außer uns kämpfen könnte. Gegen das Ticken der Uhr. Alter, der ist übelst stark. Halt die Esse fest. Bleib zurück. Das ist mein Kampf. Noch ein wenig Zeit für uns, Corvo. Darauf habe ich gewartet. Mal sehen, wen der Outsider rettet. Sie oder mich. Ist das genau das, was ich will? Ich würde gerne mal hier reinschauen. Also nimm Rache. Achso. Moment. Ah, es ist halt so, entweder ich nehme Rache. Aug um Aug, Zahn um Zahn oder stiehl den Beutel von Dauds Gürtel und verschwinde, ohne ihn zu verletzen. Ich habe 3 Runen. Ich kann die Zeit verlangsamen. Oh, schon. Also ich könnte meine Beweglichkeit auf Stufe 2 bringen. Ich habe die erste Stufe erhöht. Und ich kann Blutdurst. Na, tun wir das mal hier. Wow. Gesamte Bewegungsgeschwindigkeit ist erhöht. Na, dann zeig mal. Mhm. Finde ich irgendwie nicht, aber okay. Also ich versuche es erstmal, wie ob ich denn irgendwie. Wo war es denn gerade? Das sieht mich doch bestimmt. Ach nee, der ist da drüben. So. Speichern wir wieder hier. Also, ich würde es gern versuchen. Also. Moment, abbrechen. Und jetzt kämpfen wir den Kampf, den niemand außer uns kämpfen könnte. Ich würde gern das hören. Bleib zurück. Das ist mein Kampf. Oh, der zieht mich an. Habe ich gewartet. Der hat bestimmt alle Kräfte, die der Outsider hat hier. Rettet, sie oder mich. Warum kämpfen sie?
Für die Männer, die sie vergiftet und zurückgelassen haben. Für ihre tote Kaiserin. Ich will mal wissen, was er erzählt. Greifen Sie richtig an. Ich habe sie getötet. Na, wir sind vom gleichen Schlag, sie und ich. Wir töten für andere. Okay. Ich soll der Feind sein. Ich habe sie nie belogen. Oh, da oben ist er. Hertha, Sie kämpfen nicht gegen Lady Boyle. Sie wollen die Kaiserin beschützt haben? Jo. Nur um meine Klinge zu versenken. In ihrem Auge. Hertha, Sie kämpfen nicht gegen Lady Boyle. Wird angezogen. Sie wollen die Kaiserin beschützt haben? Jo. Falsche Richtung. Sie müssen schneller sein, wenn Sie mein Blut wollen. Hertha. Blitz der Finsternis, was ist denn das? Ich hab nichts freigeschaltet. Sie wollen die Kaiserin beschützt haben? Jo. Alter. Sie kämpfen nicht gegen Lady Boyle. Sie wollen die... Erstmal lesen. Vielen von uns, die unter ihrer Herrschaft gelebt haben, werden bis ans Ende ihres Lebens über die blasse Schönheit mit den stechenden Augen und das schändliche Ende, das ihr eigener, durchtriebener Diener und Schutzherr über sie gebracht hat, trauern. Zu Zeiten ihres Vaters taten die Coldwins ins Rampenlicht des Hofes, weil die vorige Dynastie keine Erben hatte. Dem neuen Kaiser folgte eine Zeit des Wohlstandes, doch seine Tochter hatte weniger Glück. Während ihres kurzen Lebens verursachte sie politische Intrigen und kleinere Konflikte rissen im Kaiserreich, wodurch die Einheit der Insel untergraben wurde. Die Seuche war jedoch ein Schrecken, auf den weder Kaiserin Coldwin noch jemand sonst vorbereitet war. Kaiserin beschützt haben. Das Ende von... Sie müssen schneller sein, wenn Sie mein Blut wollen. Sie wollen die Kaiserin beschützt haben? Sie müssen schneller sein, wenn Sie mein Blut wollen. Sie wollen die Kaiserin beschützt haben? So, gut, er wiederholt sich also. Ich versuch nochmal. Sagen wir es so. Ich habe hier genau den Moment dahinter reportiert. Das war ein bisschen nubig, ne? Ich bräuchte dafür, glaube ich, Zeit verlangsamen. Okay, nein. Und jetzt kämpfen wir den Kampf, den niemand außer uns kämpfen könnte. Gegen das Ticken der Uhr. Habt ihr gesehen, wie ich die einfach eiskalt weggemetzelt habe? Bleib zurück. Das ist mein Kampf. Oh, bisschen. Noch ein wenig Zeit für uns. Darauf habe ich gewartet. Mal sehen, wen der Outsider rettet. Sie oder mich. Das ist ein... Warum kämpfen Sie? Für die Männer, die Sie vergiftet und zurückgelassen haben? Für Ihre tote Kaiserin? Na los, greifen Sie richtig an. Ich habe sie getötet. Nein! Wir sind vom gleichen Schlag, Sie und ich. Wir töten für andere. Ich soll der Feind sein? Ich habe sie nie belogen. Hertha! Sie kämpfen nicht gegen Lady Boyle. Optional, stelle dich dort entgegen und urteile über sein Schicksal. Oh, Moment, ich muss immer noch husten. Jetzt habe ich mein Dings aufgelutscht und jetzt ist Schicht im Schach. Jetzt habt ihr alles verloren. Das ist ihr Ende, Lord Regent, kaiserlicher Spion, Hiram Burrows. Sie kleiner, sorgenvoller Mann. Sie werden nie erfahren, wie oft ich daran dachte, wieder in ihre Nähe zu kommen. Nur um meine Klinge zu versenken. In ihrem Auge. Jetzt.
Jetzt ist es nicht mehr nötig. Euch hat der gleiche Apparat erledigt, den ihr einst eingesetzt habt. Gesetze, Gerichtssäle und der Blutrausch des Pöbels. Auf Nimmerwiedersehen, Sir. So viele Pläne, so viele Aufträge. Wie viele habe ich für Sie umgebracht? Niemanden wie letztes Mal, niemanden wie Sie. Ich gäbe all das Geld zurück, wenn ich könnte. Niemand sollte eine Kaiserin töten. Okay, wir sind jetzt hier. Meine Mama war jetzt gefühlt 5000 Mal hier noch. Aber okay. Was könnte sich denn hier noch befinden? Spielspeicher. Gucken wir erstmal rein. Anweisung verdaut. Das Schlafgift darf ausschließlich auf Entführungsziele angewendet werden und auf Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist und die wir lebend brauchen. Nicht verschwenden, um Kollateralverluste zu vermeiden. Achso. Mit Dodge-Schlüssel kann ich ja alles öffnen. Awesome. Sesam, öffne dich. Taschenuhr. Die war immerhin 100 wert. So, da vorne sind noch. Erstmal speichern, ne? Wie Beute gesichert ist. So. Hallo. Okay. Ach, stimmt, da unten gibt es noch ein Dings. Ja, das hole ich jetzt nicht mehr rüber. Ich glaube, ich hole es noch schnell. Wie kam ich jetzt hier da raus? Hier kam ich da hoch. Ich glaube, die haben ja alles zugemacht, kann das sein? Jo. Okay. Gut. Dann machen wir mal los. Dann holen wir das halt nicht noch, sondern machen jetzt zum Tor. Ich muss hier rum, damit ich das hier greifen kann. Okay. Jetzt brauche ich da auch nicht mehr. Ah, okay. Dun, 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 dun. Können wir abspringen? So, mal, hoppa, hier bleiben. Habe ich ihn jetzt umgebracht? Das ist halt noch für mich die Frage. Nimm Rache an Daud oder stell dich Daud entgegen und urteile über sein Schicksal. Ach, der ist hier irgendwo noch. Ach so. Na, sag mir das doch einer. Das ist aber Lott hier. Fast hier. F. Moment, ich speichere mal ganz kurz hier unten. Falls es jetzt nicht so spannend ist, dass ich nicht irgendwie wieder 5000 Runden ziehen muss. So. Na, Daud, bei dir müssen wir nochmal vorbeigucken, ob da noch alles fit im Schritt ist. Also, er ist noch nicht gestorben. Ich vermute, dieser Kampf ist fast unausweichlich. Also, wenn bist du da echt voll der Sneaker und alles. Oh, das war jetzt aber knapp. Ach, da oben ist der Daudi. Na, mein Freund. Ich habe noch eine Überraschung für Sie. Ich bitte um mein Leben.
Nein. Als ich die Kaiserin tötete und ihr die Tochter nahm, wurde mir etwas klar. Nun sehe ich das Zeichen auf ihrem Handrücken. Das Zeichen des Outsiders. Ich weiß, was ich tat. Die vielen Jahre des Wartens im Schatten der Gassen, um irgendeinen Reichen mit einem Messer abzustechen. All das Geld der reichen Bastarde, das durch die Hände floss. Für einen von ihnen zu töten im einen Jahr, für den Tod desselben bezahlt zu werden im nächsten. Ich habe an den Schreinen kniend dem Flüstern des Outsiders gelauscht, der mir sagte, ich würde die Dinge verändern, dass ich wichtig sei. Es war gut. Durch ihn fühlte ich mich mächtig. Aber was habe ich erreicht? Mehr als sie? Oder viel weniger? Jetzt will ich nichts mehr als diese Stadt zu verlassen und aus der Erinnerung derer verblassen, die hier wohnen. Ich habe genug vom Töten. Mein Leben liegt in ihren Händen. Wählen Sie. Ja. Ich habe jetzt die Wahl. Entweder ich bringe ihn einfach kaltblütig um oder ich lasse ihn leben. Und ich gehe hier vielleicht auf gewisse Art und Weise moralisch vor, aber ja, irgendwie jeder verdient eine zweite Chance. Jetzt nicht, dass er unbedingt verdient hätte zu leben, er hat schlimme Dinge getan, aber ist er es wert, dass unser Blut, also sein Blut, besser gesagt, sorry, falsch, sein Blut an unseren Händen klebt? Der, der so viele Menschen getötet hat, sind wir dann überhaupt besser als er? Sind wir das? Nein. Wir sind genau wie er, wenn wir ihn töten. Ich hoffe, dass ich es nicht bereue, mein Guter. Ich hoffe es nicht. Unerwartet. Sie verschont. Gnade vor Recht. Also, ich würde gerne mal wissen, wie hättet ihr gehandelt? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns in einer neuen Folge von Dishonored. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss!